Nähe komme, geht zur Kasseler Freiheit kurz. Okay. Da bleibt aber noch eine Stunde. Der fährt mit einem Fahrgeschäft. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Dann geht er wieder rein. Wir sind ja ein paar große Bestände. Und wir sind jetzt ausgerechnet hier. Aber wir machen unser Ding jetzt erstmal. Hast du extrem viel Speicherplatz? Ich habe eine SIM-Karte drin. Eine SIM-Karte? Noch mehr alle zweite oder? Nee. Nee? Aber da ist viel drauf. Ja. Mein Handy hat eigentlich seit dem Anfang 64 GB drauf. Aber die gehen schnell flöten, wenn man sich Spiele und so runterlädt. Ne? Oder Bilder macht und so. Deswegen habe ich ja gesagt, dass ich Filme, die Videos zusammenschneide, hochlade oder wieder lösche. Okay. Aber mir geht es darum, dass ich das hochladen kann, weißt du? Wenn es natürlich zensiert und so ist, ne? Aber dem Video, was ich hochgeladen habe, das ist schon auf YouTube, wo wir beide da waren. Ja. Das habe ich sogar hochgeladen am Rathaus. Da musste ich, glaube ich, nichts zensieren. Und wenn irgendwelche Leute vorbeilaufen und zu erkennen sind, da kann ich ja nichts für. Ja. Ne? Da kann ich nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich dir aber bewusst ins Gesicht filme, ne? Dann können die mich anzeigen, aber solange die in die Kamera reinlaufen, was nicht meine Absicht halt ist, ne? Dann ist meine Schuld, dann dürfen wir jetzt nicht mehr. Ich bin ja auch nur ein Mensch, der mag Daten, wenn die filmen. Oder so. Nee. Also wenn deine Stimme hier zu lang ist. Ach, das ist nicht schlimm. Bei manchen mögen das nicht, wenn man filmt und dann hört man jemanden im Video. Manche mögen das nicht, deswegen frage ich nach. Ich kenne da welche. Doktor zum Beispiel. Ja. Ist aber auch verständlich, ne? Ich würde es auch nicht mögen. Aber wenn es nicht so extrem laut ist, wenn man den Zug auch noch deutlich hört, dann ist es okay. Ja. Gemacht so. Ja. Hier ist ja immer am besten. Ja. Hier ist auch voraussetzen. Ja. Sind der Abend noch? Bin ich aber nur bis von jetzt bis Bahnhof Wilmse gefahren. Das ist halt, dass die zwei Felsenfeuer waren, auch nur dabei gewandert.
wirklich nicht verstehe. Ja, das passiert oft, wenn Leute Haltewollenstrümpfe und nicht aussteigen. Okay. Oder es sind Leute, die sich halt nicht auskennen, ne? Kann ich verstehen, aber. Ja. Okay. Solaris habe ich auch gehabt, mein elektrischer Solaris. Für die neueren. Film. Also nach vorne raus. Bei 100er meinst du? Ja. Ja, das können wir gern machen. Wenn wir früher genug einen Sitzplatz finden, der auch hier vorne ist. Ja. Kannst du schön auf der Autobahn filmen. Ja. In der Bundesstraße, je nachdem, wie man es nennen möchte. Für mich ist es ein Anfang von einer Autobahn. Ja. Richtung Herkules. Aber nur halt, dass es nicht ganz unten, nicht ganz unten ist, weißt du? Und auch mal raufkommt. Die Busse eigentlich den gleichen Bordrechner wie in der Bahn, weißt du das? Ich glaube ja nicht. Sieht halt so ein bisschen aus in klein. Ja. Das stimmt. Das war aber auch extrem. Normalerweise ist das nicht so.
Häuser erlebe ich bei vielen Haltestellen, wo es durchfährt. Erlebe ich auch oft das mal. Ja. Der 21 fährt auch hier lang. Interessant. Den war, glaube ich, in einem Brückenhof mit dem. Ja. Ja. Zwischen Trusetal und Brückenhof fährt er, glaube ich. Und hier. Finde ich auch. Bei Reisebussen ist das, glaube ich, so. Mit Anschnallgurt. Ja. Ja. Bei manchen Linienbussen auch, habe ich schon erlebt. Ja, zum Beispiel heute Morgen. Bei der EW-Kurs ist das noch oft. Ach, mein Helden. Sind auch heute viele. Ne? Ja. Ja. Man könnte hier genau sehen, da vorne fliegen wie beim Auto. Wenn ich angeschnallt ist. Jetzt noch fast 15 Minuten. Ja. Gleich mal auf YouTube hochladen. Oder? Das wäre sowas. Ich kann es halt nicht machen wegen meinem Scheiß. Dings. Speichern. Falls sich doch jemand erkennt, mache ich das aber auch sofort wieder. Falls ich kontrolliere wieder. Falls ich. Ja. Falls ich doch jemand erkennen sollte. Aber der sollte mich schon anschreiben. Ja. Mich gleich anzeigen. Ja. Groß in der Haltestelle. Gut, die Busse in der Kleinung.
einsteigen ist, dann ist ja nicht schlimm. War das Handy schon so kaputt? Ja. Okay. Das hätte ich gesagt, es war kaputter gegangen. Ja. Ich muss sagen, das wird rausschneiden, das ist sonst peinlich. Wie ist das denn passiert? Aus der Hand gerutscht. Also vorsichtig sein, richtig festhalten. Sonst passiert mir das auch eigentlich nie. Wenn ich film. Ja. Hast du eigentlich eine App, mit der du schneiden kannst? Nee. Nee, es gibt aber sowas. Das benutze ich auch. Nächste Haltestelle.
die Elektrobusse vom VW sind so hässlich. Ja. Hässlich. Ja. So leicht ist es besser. Ja. Das kann man nicht vergleichen, das ist ja jetzt nur so ein Minibus. Ein normales PKW. Was meine Mutter mir erzählt hat, ganz früher, das hat sie schon öfters erzählt, wo ich früher klein war. Und das stimmt ja auch. Mhm. Ich war da so 2-3 Jahre alt, weißt du, was ich früher zum Bus gesagt habe? B habe ich mal gesagt. Hier habe ich immer rumgeschrien. Damals als Kind, wo ich, ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, ne? Ein Furz. habe ich immer zum Bus Bier gesagt. Das muss meiner Mutter bestimmt als peinlich gewesen sein, wenn da noch Leute rumgelaufen sind und ich rufe nach dem Bus Bier. Ja, bald sind auch schon wieder da. Eine halbe Stunde, ja. Gleich halbe Stunde durch. Ich finde, die sollten Aquapark umbenennen, weil den gibt es gar nicht mehr. Okay. Aquapark. Da musst du keine Rutschen mehr haben. Vielleicht gibt es noch ein paar Teile davon. Da habe ich eben eins gesehen, aber der wird nicht mehr benutzt.